Deine Fotos kennt fast jeder aus den Hochglanzmagazinen. Über dich weiß man dagegen recht wenig. Wie bist du zur Fotografie gekommen? Ich bin das, was man in England ein One-Trick-Pony nennt. Ich bin das Pferd im Zirkus, das nur einen Trick kann. Ich kann nur Bilder machen. Da gab es keine Auswahl. Ich bin Fotograf, weil sonst würde ich bei Starbucks den Sirup anrühren. Also stand für dich früh fest, Fotograf zu werden und damit dein Geld zu verdienen? Ich bin echt Fotograf, glaube ich, seit ich 15 bin oder 16 bin. Also jetzt sozusagen mit der Kamera und irgendwann dachte ich, ich mache dann Beruf draus. Wie bist du dann später zur Modefotografie gekommen? Es war zu lesen, du brauchtest Geld. Stimmt die Geschichte so? Das stimmt. Mir ist die Frau abgehauen, da musste ich mein Geld selber verdienen. Ich wollte mal Künstler werden, das war schwierig. Da konnte ich irgendwie die Miete nicht von zahlen. Und dann habe ich mich Ende 20, ehrlich gesagt, bin ich da reingerutscht. Es gibt in Paris, war ich damals, da gibt es bei Modeagenturen die Möglichkeit, Testfotos von jungen Modellen zu machen. Und da bin ich hin mit den Bildern von einem anderen Fotografen, ehrlich gesagt. Und habe mich da vorgestellt, sag, ich brauchte irgendwie Geld. Damals haben die gezahlt 300 Francs. Das war viel Geld für mich damals, waren so 80 Mark oder so. Mark. Und die haben mir dann irgendwelche Mädchen gegeben, aufgrund der Bilder, die ja gar nicht von mir waren. Und dann gab es so eine Make-up-Frau. Und die hat gesagt, weil ich musste ja irgendwie die jungen Mädchen dabei, musste noch ein bisschen was zugeklebt werden. Und die sagte mal, du, pass auf, ich mach das mit dir, aber du musst schon ernst dabei sein. Und und daraufhin habe ich gesagt, na gut, ich bin jetzt irgendwie Ende 20 und mit der Kunst irgendwie läuft es auch nicht so richtig. Und dann wurde ich plötzlich Modefotograf. Das ging relativ schnell. Welches war das erste Magazin, für das du fotografiert hast? Ich glaube, das war eine Gummistiefelgeschichte für Votre Beauté in Paris. Ein ganz schlimmes Ding. Ich habe persönlich versucht, alle Nummern davon zu verbrennen. Aber wenn irgendwo noch eins ist, dann landet es hoffentlich im Kamin. Aber ich habe definitiv ganz auf dem Boden angefangen. Hier sind jetzt Porträts von Stars ausgestellt. Wer war der Erste, den du fotografiert hast? Ich glaube, die Erste war Beyoncé. Ich glaube, Kylie Minogue oder Beyoncé, eine von den beiden. Kylie habe ich öfter fotografiert, aber sicher, also Beyoncé in Dublin war eine der ersten. Und wie entstand die Idee, die Stars im Stil der 40er Jahre in Szene zu setzen? Ich muss sagen, da werde ich jetzt auch immer mit konfrontiert, das ist gar nicht so eine bewusste Entscheidung. Also ich denke, das ist denn, Modefotografie oder Fotografie allgemein hat einen sehr hohen psychoanalytischen Wert, weil man macht ja das Bild sehr intuitiv. Und irgendwann guckt man sich nach 20 Jahren seine Bilder an und denkt, oh, die sehen ja alle so aus wie, ich denke ehrlich gesagt, so dumm das klingt, als ich in Deutschland gelebt habe, gab es ja nur 3 Fernsehkanäle. Und im dritten gab es immer, oder damals gab es ja noch immer diese alten Schwarz-Weiß-Filme. Und ich glaube, das hat mich als Kind einfach sehr geprägt, diese alten, von der Feuerzangenbowle bis, weiß der Teufel, irgendwelche amerikanischen Western zu sehen. Aber ich glaube schon, da gibt es so eine Art visuelles Unterbewusstsein, was sich da bildet. Und irgendwie hat sich das so ergeben. Aber ich habe jetzt nie dieses, ich mache jetzt meine Bilder in dem Stil. Ich will eigentlich, ehrlich gesagt, pausenlos was anderes machen, aber ich schaffe es nicht so richtig. Und jetzt läuft es natürlich, also jetzt denke ich, aber ich bemühe mich sehr, meinen Stil auszuweiten. Du fotografierst immer noch analog. Warum? Was ist der Unterschied oder das Besondere an analog gegenüber digital? Also der Unterschied ist unglaublich. Also erstmal komme ich natürlich aus einer Generation, wo die, gucken Sie sich mal Ihr Mobiltelefon an und das gleiche von vor 4 Jahren. Also man merkt ja, es gibt einfach einen Fortschritt. Von, wenn ich angefangen hätte, damals zum Beispiel Beyoncé oder David Beckham analog mit digital zu fotografieren, hätte ich einen Harddrive heute, der wäre so groß wie der Stuhl. Wenn du einen Auftrag bekommst, meinetwegen Charlize Theron in Szene zu setzen, hast du das Bild, das am Ende rauskommen soll, schon vorher im Kopf oder welcher Prozess läuft da ab? Ja, also ich weiß es ehrlich gesagt genauer, als ich denke, dass es weiß, weil das ist ja wieder das, wo wir gerade von den klassischen Bildern reden. Ich habe schon eine ganz bestimmte Idee und sie kanalisiert sich natürlich dahin. Und die Sache ist eben immer, es gibt eine sehr lange Vorbereitung, es gibt sehr viele Menschen auf dem Set, man kommt rein, da sind große Studios, das sieht ja auch alles ein bisschen brutal aus. Und irgendwo sitzt diese kleine Person
manchmal kleiner, manchmal weniger klein. Und aus der muss man dann ein, also das heißt, Fotografie hat sehr viel mit Wegnehmen zu tun. Man muss reduzieren. Und es gibt diesen sehr schönen Satz von Hemingway, den ich sehr mag, in einem Buch, das vielleicht jetzt auch eine gewisse Aktualität, das heißt Paris, ein Fest fürs Leben. Und da schreibt Hemingway, schreib einen guten Satz, einen wahren Satz, den wahrsten Satz, den du schreiben kannst, wo man nichts hinzufügt und nichts wegnimmt. Und ich denke, beim guten Bild ist es auch. Ein gutes Bild ist das, wo man nichts hinzufügt, wo man aber auch nichts mehr wegnehmen kann, das einfach genau das ausdrückt, was wichtig ist und was gesagt werden muss. Wie viel Überredungsarbeit ist manchmal notwendig, damit die Stars genau das machen, was du möchtest? Also ich würde mal, mein Tipp ist, versuch nie eins, das ist genauso, als wenn man eine Frau versucht zu überreden. So, der erste Ansatz ist nein. Das heißt, man muss es so machen, dass sie von Überreden überhaupt nichts mitkriegen. Das ist ein gutes Beispiel. Aber also Überreden ist nicht drin. Ich würde mal sagen, man kann Leute in eine Situation leiten, auch nicht manipulieren, wo sie einfach sich sicher fühlen und wo sie sich komfortabel fühlen. Aber es hat sehr viel mit einer Frau auf dem ersten Date zu tun. Also da muss man sehr sensibel sein und sehen, okay, was geht nicht und wie fühlt sich dieser Mensch, wie baue ich Vertrauen auf, dass dieser Mensch sagt, in dieser Situation kann ich bis zu der und der Linie gehen. Gibt es einen Star, bei dem von Anfang an die Chemie stimmte? Also es gibt öfter Leute, die sich in dieser Rolle, die ich ihnen gebe, mehr wohlfühlen und weniger. Beyoncé zum Beispiel hat es gar nicht gemocht. Monica Bellucci mag sehr. Nicht? Ihr Mann Vincent Cassel hat es auch sehr gemocht. Also gut, dann gibt es natürlich viele, habe ich dann, Kim Basinger habe ich öfter fotografiert, viele, Emma Watson fotografiere ich im Moment öfter. Klar gibt es welche, die sagen, ich fühle mich bei diesem Fotografen verstanden. Der zeigt mich so, wie ich gerne sein möchte. Nicht? Und dann gibt es natürlich in dieser Idee auch immer, dass ich ja nicht Bilder machen möchte vom weißen Hintergrund, wo die Haare wehen. Und wo man jetzt das klassische Cover hat. Und da muss man dann so ein bisschen sehen, klar, manchmal haben die einfach, es kann auch sein, dass man sich an einem Tag mit einem sehr gut versteht und sagt mir, ey, das war ja super, jetzt fotografiere ich die nächsten Monate nochmal. Und dann ist es ganz anders, weil dann hatte die einfach einen schlechten Tag oder ich habe Emma Watson für die Vogue fotografiert, ging toll, ich habe Emma Watson für die GQ fotografiert und sie mag einfach keine Männermagazine, sie mochte sich nicht in dieser Zeitung. Und plötzlich war es zwischen uns ganz schwierig und sie ist irgendwann gegangen. Dann habe ich sie aber hinterher wieder öfter fotografiert für andere Zeitschriften. Dann machte ich einfach, okay, das war einfach, dass sie sich einfach in dieser GQ-Rolle nicht wohlfühlte. Und da versuchte irgendwie einfach auch Linien aufzubauen. Ne? Also man muss ja vorsichtig sein. Gibt es auch jemanden, bei dem ein Foto auch gar nicht zustande kam? Nein, zum Glück noch nicht. Ne? Dann würde ich vielleicht auch nicht stehen. Also ich muss sagen, wie gesagt, ich bin freiberuflich, wenn es nicht läuft, bin ich raus. Also ich bin sehr austauschbar, muss ich sagen, auf meine Art. Es gibt ja genug Leute, die das heute machen. Und die anderen machen es ja auch, ich habe ja wahnsinniges Glück, weil die anderen machen es ja in dem industriellen Prozess mit dem Digitalen. Das heißt, man kann das Bild sofort kontrollieren, es geht ja sehr viel über Kontrolle. Das Bild ist immer in Farbe, das Bild ist immer scharf, das mache ich ja alles nicht. Bei mir ist irgendwie ein unscharfes Schwarz-Weiß-Foto nachher, was dabei rauskommt. Und ich finde, das hat denn die Stimmung und das Gefühl des Augenblicks. Aber da sagen viele auch, bei mir soll es Farbe und ein lustiges Lachen sein. Kannst du uns vielleicht erzählen, die Geschichte zu dem Silver Surfer? Silver Surfer war ja nur Alexander McQueen. Der hatte damals gerade sehr viel abgenommen, den wollten wir nackt fotografieren, dann war es ein bisschen, na gut, dann haben wir diese Fotos gemacht, war ihm also, Alexander McQueen ist als auch, gut, Alexander McQueen lebt ja auch nicht mehr, insofern sehr fragiler, sehr schüchterner Mensch, sehr, sehr ruhig. Und am gleichen Tag haben wir eben fotografiert die Superheroes von anderen Designern, damals war dabei Stella McCartney, die war Superwoman. Und es war dabei John Galliano, der nicht kam und der irgendwann einen Hut liefern ließ, wo wir dann warteten und anriefen. Und dann wurde uns gesagt von John Gallianos Assistent, doch John wäre schon da. Du sagst, nein, nein, also es ist kein großes Studio, John ist sicher nicht da. Doch, doch, John ist schon da. Und da sagten wir, nein, also jetzt mal Spaß beiseite, es ist jetzt 9 Uhr abends und John ist nicht da. Doch, Johns Superhero ist The Invisible Man.
Und John wäre eben der Hut. Und na gut, dann wurde, glaube ich, dann telefonierte die Zeit damals, es ging damals in eine englische Zeitschrift, die telefonierte dann 3 Stunden mit dem Büro von Galliano, aber er fühlte sich eben nicht gut an dem Tag. Das war die Zeit, wo er sehr viel Bodybuilding gemacht hat irgendwie. Siehst du, der eine kommt, der andere kommt nicht. Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.